Hafermilch trinken ist so schlimm wie gezuckerte Softdrinks. Stimmt diese Kritik? Die beliebte Milchalternative hat einen höheren Kohlenhydratanteil bzw. Zuckeranteil als andere Getränke, wie zum Beispiel Sojadrink, Mandeldrink oder die Kuhmilch. Dazu fehlt der Hafermilch noch Eiweiß, die die Glucose abpuffert. Wenn ihr nun auf nüchternem Magen Hafermilch trinkt, dann steigt eure Glucose im Blut an und diese Glucosespitzen, die können auf lange Zeit schädlich sein. Was könnt ihr dagegen tun? Trinkt keine Hafermilch nüchtern. Kombiniert das Getränk mit anderen Lebensmitteln, wie macht etwas Proteinpulver in euer Getränk oder esst es zusammen mit einer Mahlzeit. Oder wenn ihr sehr gerne einen Matcha Latte mit Hafermilch trinkt, trinkt den zu eurem Frühstück, aber nicht extra. Generell könnt ihr Glukosespitzen auch bei anderen Getränken oder Lebensmitteln abpuffern, indem ihr mehr Proteine und gesunde Fette esst. Also eine richtige Mahlzeit und nicht einfach Süßgetränke, Hafermilch, was auch immer, auf leeren Magen trinken, denn das lässt euren Blutzucker ansteigen. Mein Fazit: Hafermilch ist eine nachhaltige Milchalternative, die ihr richtig konsumiert natürlich trinken könnt. Aber seid euch bewusst, dass Hafermilch einen höheren Getreide- und damit Kohlenhydratanteil hat.